Ich habe unten einmal 57 gemacht. Aber es war noch nicht Max. 60 schafft die. Und damit herzlich willkommen hier in der Moped Factory. Wir werden immer wieder gefragt, wie wir in unsere Videos diese GPS-Geschwindigkeit einblenden können. Das funktioniert über die GoPro, aber das sehen wir auch immer erst nachher. Jetzt haben wir uns was überlegt, wie wir während der Fahrt die GPS-gemessene Geschwindigkeit uns angucken können. Nämlich mit einem GPS-Tacho, den ihr einfach an eurem Mofa bauen könnt. Also kein komisches Magnetteil mehr in die Speichen kleben, sondern wirklich GPS-gemessen auf einem Tacho könnt ihr während der Fahrt sehen, wie schnell ihr seid. Das Ding werden wir gleich an Mofa bauen und ausprobieren, wie gut das funktioniert. Ich bin wirklich sehr gespannt. Das scheint noch ein paar andere ganz coole Features zu haben, wo man dann nachher noch den Fahrtverlauf sich angucken kann und sowas. Und das Ganze für ungefähr 25 Euro. Ich würde sagen, rein in die Werkstatt, ab ans Mofa, den Tacho verbauen und dann geht's los. So, wir werden das Ganze an der Chao ausprobieren. Die hat zwar auch einen Tacho da drin, aber die sind immer ein bisschen ungenau und man sieht ja auch nie so genau, wie schnell man ist. Der ist digital. Ich werde das hier jetzt mal aufmachen und dann schauen wir mal da rein. Also, sehr unscheinbar, aber ein Wunderwerk der Technik, würde ich sagen. Also, funktioniert mit GPS, wie ich gesagt habe. Ich würde sagen, kommt mal ran, guckt euch das von nahem an. Wenn euch der Tacho interessiert, ist natürlich in der Videobeschreibung verlinkt. Vielleicht gibt es ihn am Black Friday auch ein bisschen günstiger. Deshalb schaut da gerne mal vorbei. Ich würde sagen, wir gucken uns jetzt mal an, packen aus und dann verbauen wir ihn. Also, wir packen jetzt hier mal den Tacho aus. Der ist wahrscheinlich eigentlich für Fahrräder. Hat auch so ein bisschen so wie so ein Bordcomputer das Aussehen. So sieht er aus. Eigentlich ganz schick, würde ich sagen. Also für so einen Fahrradtacho. Die Folie ziehen wir gleich in Ruhe ab. Gucken wir mal, was hier noch dabei ist. Hier ein Ladekabel. Auch, also der scheint über USB ladbar zu sein. Das ist immer schon viel wert, wenn man da nicht irgendwelche komischen Batterien sich kaufen muss. Was ist hier noch bei? Ein kleines Handbüchlein und hier noch eine Halterung, damit man das Ganze verbauen kann. Das Ganze ist wasserdicht, es gibt eine App dazu, mega cool. Ich würde sagen, wir lesen uns mal kurz die Anleitung durch und dann geht es sofort weiter. So, ich wollte jetzt mal mit euch zusammen die Funktionen durchgehen, die man hier am Tacho an sich hat. Der startet jetzt gerade. Wir haben ja noch die App dazu, die, was man damit machen kann, zeigen wir euch später, denn da kann man seine Fahrten übertragen und sich das Ganze nochmal angucken. Also, gehen wir mal durch. Hier haben wir einfach die normale Geschwindigkeit, die aktuelle Geschwindigkeit, die mit GPS gemessen wird und euch angezeigt wird. Dann haben wir hier die Zeit, die man gefahren ist und die Distanz, alles mit GPS gemessen, also sollte alles sehr genau sein. Dann kann man hier auf den Knopf drücken und dann sieht man hier die Durchschnittsgeschwindigkeit und was das andere beide ist, muss ich nochmal nachgucken. Aber was ich hier am interessantesten finde, ist die Durchschnittsgeschwindigkeit. Und wenn wir dann noch eins weitergehen, hat man hier die maximale Geschwindigkeit, die man in der Strecke jetzt gefahren ist. Die Uhrzeit und die Strecke. Wenn wir weitergehen, hier sind wir wieder am Anfang. Hiermit können wir es mit der App verbinden und außerdem unseren Tacho mit GPS verbinden. Also wenn wir das hier drücken, sieht man hier oben, dass eine Verbindung angezeigt wird und das ist die Verbindung mit dem GPS-Satelliten. So und so können wir es auch einfach wieder ausmachen. So, also während er noch sein GPS-Signal sucht, lädt der Paul sich hier mal die passende App dazu runter. Da kann man nämlich so ein bisschen, zumindest versucht er es, da kann man nämlich so ein bisschen seinen Fahrtverlauf sich angucken, seine Geschwindigkeit, die man gefahren ist und so weiter. Da ist einfach so ein QR-Code, den man scannen kann. Der Paul lädt sich mal die App und die werden wir natürlich auch für euch testen. So, wir bauen den Tacho jetzt. Also so eine einfache Halterung habe ich, glaube ich, noch nie gehabt. Vielleicht bauen wir uns da auch mal noch mal was Eigenes, aber es hält auf jeden Fall. Und ich würde sagen, jetzt können wir ab auf die Straße und schauen, ob das Ding funktioniert. Bis jetzt macht es einen sehr soliden Eindruck. Ich bin sehr zufrieden. Thank you.
Testfahrt ist beendet und es hat sehr gut funktioniert, nachdem es sich verbunden hat. Also wir haben hier einmal die Durchschnittsgeschwindigkeit und die Strecke, glaube ich. Hier ist die maximale Geschwindigkeit. Das hier ist wahrscheinlich die Strecke. 2,42 Kilometer maximale Geschwindigkeit, 40,4 km/h. Wir vergleichen das gleich mal mit der GoPro. Aber es hat auf jeden Fall sehr gut funktioniert, auch während des Fahrens. Also bis jetzt auf jeden Fall ein klarer Daumen hoch. So, wir haben das Ganze jetzt auch mal mit dem Handy verbunden und der Paul zeigt uns jetzt mal hier unsere Übersicht von dem, was wir gemacht haben. So, also hier auf der App kann man sich jetzt zum Beispiel die maximale Geschwindigkeit, das was man auch auf dem Tacho gesehen hat, Durchschnittsgeschwindigkeit und so nochmal angucken und auch den Fahrtverlauf, die ist das die vom Batterie? Die Ladestand. Genau, der Ladestand vom Tacho, dann hier so ein Fahrtverlauf. Maximal und Durchschnittsgeschwindigkeit. Und das ist ja nicht nur für Fahrradfahrer interessant, ne? Das ist ja auch, wenn du so eine Mofa-Tour gemacht hast, sicherlich. Mhm. Hier Durchschnitt, maximal. Höhenmeter. In, während der Bewegung, welcher Durchschnittsgeschwindigkeit. Ja, Höhenmeter, wie lange. Ja. Also für um die 20 Euro sicherlich ganz viele coole Features, die man sich hier angucken kann. So, wir werden das Ganze jetzt nochmal an der Pucht testen. Mal gucken, ob das da genauso gut funktioniert wie an der Chao. Und dann können wir auch hier gucken, was hier die maximale Geschwindigkeit ist und wie schnell die so fährt. Ich habe unten einmal 57 gemacht. Aber es war noch nicht Max. 60 schafft die. Ja, Leute, kommen wir zum abschließenden Fazit unseres GPS-Tachos fürs Mofa. Ich bin schwer begeistert. Wenn ihr auch euch für sowas interessiert, in der Videobeschreibung ist das Ganze natürlich verlinkt. Also, der Tacho hat super funktioniert. Am Anfang braucht er ein bisschen, bis er sich verbunden hat. Ein paar Sekunden aber nur. Also, eigentlich kann man direkt losfahren. Und es wird eigentlich alles angezeigt, was man braucht. Also mindestens so viel, wie wir im Nachhinein immer auf der GoPro sehen können. Also das funktioniert wirklich sehr gut. Und jedem, der sich für so eine genaue Geschwindigkeit, Durchschnittsgeschwindigkeit und sowas interessiert, dem kann ich sowas nur empfehlen. Die Halterung, das ist vielleicht der einzige Kritikpunkt. Die hält zwar, also wir hatten jetzt kein Problem damit, aber ich kann mir vorstellen, dass die irgendwann ausleiert und dann so ein bisschen rutschig wird. Vielleicht sollte man sich da was Eigenes überlegen, aber bis jetzt hat es auch bei uns sehr gut gehalten. Also, und auch die Verbindung mit der App und dass man dann seine Touren immer wieder angucken kann. Höhenmetervergleich, Durchschnittsgeschwindigkeit, alles kann man sich angucken. Also damit sind wir wirklich sehr zufrieden. 1+ mit Sternchen von mir. Wenn euch das auch interessiert, wir haben es gesagt, ne, in der Videobeschreibung verlinkt. Schaut es euch gerne an. Ansonsten wünsche ich euch eine schöne Woche. Abonnieren nicht vergessen, wenn du es noch nicht hast. Schrauberling besuchen. Und hier gibt es eine Playlist, da kannst du direkt weiter gucken, wenn du noch mehr coole Tests sehen willst. Also bis zum nächsten Mal, fahrt ein bisschen Mofa.